Und schön, dass du dabei bist. In diesem Video erstellen wir den Fisheye Lens Effekt in Premiere Pro. Dafür habe ich mir schon mal ein Video in eine neue Sequenz gezogen und auf diesem Clip will ich eben diesen Effekt anwenden. Dafür brauchen wir drei Effekte. Ich öffne hier meinen Effekte-Reiter und der erste ist einmal Kreis. Einfach mal eingeben in die Suchleiste. Der ist unter Generieren. Den Effekt dann auf unseren Videoclip ziehen. Dann öffnen sich hier auch schon die Effekteinstellungen für den Kreis. Das wird dann unser Fischauge. Hier gibt es einmal den Radius, diesen können wir erhöhen, um unser Fischauge zu erzeugen. Jetzt wollen wir natürlich unser Video wieder sehen. Dafür gehen wir unter Transfermodus auf Alpha-Schablone. Der zweite Effekt, den wir brauchen, ist Wölben, wieder eingeben, unter Verzerrung finden wir diesen und auf unseren Videoclip ziehen. Den Wölben-Effekt, der erklärt sich eigentlich von selber. Damit wölben wir das Ganze, das Fischauge. Wenn wir den Radius hier einmal erhöhen, sehen wir auch schon den Effekt. Da können wir natürlich mit den Werten beliebig rumspielen. Und als letztes brauchen wir noch den Effekt Gaußscher Weichzeichner. Finden wir unter Weich- und Scharfzeichnen wieder auf unseren Videoclip ziehen. Und hier in den Effekteinstellungen können wir die Weichzeichnung dann nach oben schrauben. Den Effekt brauchen wir, um die Ränder zu verwischen. Sehen wir, wenn wir das Ganze hier einmal hochschrauben. Blurren wir aber leider das ganze Video. Um nur die Ränder hier zu verwischen, erstellen wir uns eine Maske. Einmal auf die Ellipse klicken, dann erstellt sie sich hier. Wir wollen ja hier nur die Ränder verwischen, deswegen kehren wir hier einmal die Maske um. Und um die Maske hier zu vergrößern, können wir einmal die Maskenausweitung erhöhen. Und auch die weiche Maskenkante erhöhen, um das Ganze besser verlaufen zu lassen. Wir können hier mit den Werten beliebig spielen, einfach ein bisschen rumprobieren. Und fertig sind wir mit unserem Fisheye-Effekt.